Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS 17 hier aus Südhämmern, weiterhin mit der Seasons Mod. Und ja, mittlerweile haben wir es geschafft, es ist tatsächlich der 9. Tag des Sommers. Ja, ich habe ja gestern Abend noch, da war ich dabei, ziemlich lange arbeiten müssen. Und was macht man, wenn man einen langen Arbeitstag mit einem Grasschnitt abschließt? Man fängt auch den neuen damit an. Also nicht ganz, ein bisschen was habe ich heute schon wieder erledigt. Ich bin natürlich früh aufgestanden, jetzt ist es 20 vor 8. Ich bin natürlich schon ein paar Stunden wach, wie das der Landwirt so macht. Das sieht ihr am Kontostand. Der ist jetzt bei minus 264.000 gestartet, habe ich mit knapp minus 500.000. Ich habe heute schon ein bisschen was verkauft. Jedenfalls das, was offen war, in Form von Dünger und Kompost. Ich habe die Tiere schon versorgt und habe angefangen, Milch zu verkaufen. Also wir können hier schon mal die Preisübersicht für heute oder die Umsatzübersicht für heute. Wir haben jetzt schon 208.000 plus gemacht. Ne? Also da habe ich schon hier Milch. Bin ich gerade dabei, da ist noch eine ganze Menge. Und dann haben wir hier schon Kompost, Saatgut und die ganzen Geschichten verkauft. Nicht Saatgut, sondern Dünger. Und so läuft es dann, dass wir jetzt schon wieder ein bisschen abgearbeitet haben. Wir werden nachher noch schön Gnocchi wieder verkaufen. Das heißt, im heutigen Stand kommen wir wieder gut hin und dann schauen wir mal, wie es morgen aussieht. Ich habe mich jetzt eben entschieden, hier schnell noch einen Grasschnitt zu machen, weil ich gemerkt habe, ich habe ja Milch weggefahren, habe auch Milch in die Molkerei gefahren. Die Molkerei wollte meine Milch aber komischerweise gar nicht, weil die war noch voll. Da fehlen aber Früchte. Ja, also Pflaumen und Kirschen für Joghurt. Ja, die produzieren nicht, weil Kompost fehlt. Und der kluge Bauer Blue hat den Kompost ja, wie er erwähnt hat, heute schon verkauft. Das heißt, um wieder Pflaumen und Kirschen zu kriegen, brauche ich Kompost. Und um Kompost zu kriegen, brauche ich jetzt Gras. Ich könnte natürlich jetzt die Ballen reinschmeißen, die ich schon am Hof stehen habe. Die von gestern habe ich heute Morgen schon eingesammelt. Aber ich habe mir überlegt, wir können hier auch eben ganz schnell die eine Wiese, also die Wiese Nummer 1, mähen wir eben hier ganz schnell ab. Rattern da gleich mit dem Ladewagen drüber und machen den Komposter und die Heutrocknung nochmal voll mit Gras. Dann kommt Kompost und dann können wir auch wieder Pflaumen und Kirschen und so greift halt eine Öse in die nächste. Ja, läuft also. Wie gesagt, Gnocchi laufen auch gut, da machen wir heute noch richtig Kohle, das heißt locker, wenn ich die jetzt verkaufe, sind wir wieder viel im Plus, dann können wir wieder Schulden abzahlen. Und so ernährt sich redlich das Eichhörnchen sozusagen. Ich bin hier noch ein bisschen grübeln, ob wir dann eventuell auch noch wieder ein neues Feld, aber ich denke mal, mit dem Feld werden wir noch warten. Es sei denn, es lacht mich gleich noch irgendwas an. Ich muss noch mal gucken. Aber ich weiß noch nicht genau. Wir werden erstmal weiterhin hier ganz normal die Schulden weiter abbezahlen, um dann irgendwo langsam weiterzukommen. Es ist heute noch nichts reif geworden. Ja, also heute haben wir leider noch nichts zu ernten. Ich hatte so ein bisschen drauf gehofft, dass der Roggen langsamer reif wird. Aber ich denke mal, morgen geht der Herbst los und dann müsste das eigentlich jeden Tag soweit sein, dass wir die nächsten Sachen ernten können. Aber wir haben auch so genug zu tun. Ja, so ist das ja nicht. Wie gesagt, Tiere sind schon versorgt gewesen. Und dann haben wir ein bisschen Kohle und dann machen wir heute nochmal so einen kleinen Hoftag nachher. Also alles ein bisschen auffüllen. Jetzt hier den Kompostmaster und dann nochmal die Futtermischanlage wieder auffüllen. War heute schon in Hille. Ich habe schon einen Anhänger voll Weizen und einen Anhänger voll Körnermais gekauft, um weiter das Schweinefutter produzieren zu können. Das läuft jetzt erstmal wieder. Für Mischfutter haben wir alles am Hof. Also die Heutrocknung ist noch voll. Stroh haben wir am Hof. Und Silage haben wir auch noch guten halben Fahrsilo voll. Das heißt, wir werden die Futtermischanlage heute auch nochmal richtig schön voll knallen. Oh, immer. Und so werden wir den Tag hinkriegen und zur Not machen wollen wir ein bisschen früher Feierabend. Muss ja auch mal sein, die Erntetage in den nächsten Tagen werden sicherlich noch lang genug. Ja, es ist ein bisschen Regen gerade, angeblich regnet das gerade. Ich hoffe natürlich, dass wir hier das Gras möglichst trocken reinkriegen. Ja, in der Seasons Mod ist das ja so eine Sache, also wenn ihr mal in der Seasons Mod so eine Grasschwatt nachts draußen habt liegen lassen und es hat geregnet, und ihr kommt am nächsten Tag zur Wiese, dann ist die mal locker nur noch die Hälfte. Dann liegen da noch so kleine Krüppelschwatz. Das hatte ich einmal, das ist vor langer Zeit gewesen, als ich noch relativ frisch war im Seasons Mod oder in der Seasons Mod, damals noch auf dem Dreisternhof.
Das war aber nicht mit Gras, das war tatsächlich mit Stroh, das ich also schön geerntet habe, und hat das geregnet. Da denkst du dir nichts anderes, nur nichts Böses bei, wenn du Seasons nicht gewöhnt bist. Willst du dann am nächsten Tag dein Stroh dann einsammeln und denkst, was ist denn hier passiert? Hat mir einer das Stroh geklaut. Ja, dann ist der Schwatt plötzlich nur noch nicht mal die Hälfte. Ja, also es ist tatsächlich so, der Regen wirkt sich auf Schwatz aus. Und Gras ist ja sowieso, das weiß jeder der Seasons, ein bisschen spielt, ist Gras sowieso nach 3 Tagen weg. Also wenn ich die Schwatz jetzt 3 Tage liegen lasse, sind sie eh weg. Ja. Und wenn ich Ballen und sowas nicht in eine Halle stelle, dann werden sie auch langsam immer weniger. Also ich finde das mit Season schon ganz gut. Mit dem Gras haben wir da ja, wie gesagt, der Natur ein Schnippchen geschlagen quasi, das wisst ihr. Durch die Ballenlager ist das ganz geschickt. Und ja, das gönnen wir uns einfach mal. Normalerweise hat man halt im Seasons Mod keine Möglichkeit, und zwar gar keine Möglichkeit, gewollt keine Möglichkeit, länger als 3 Tage Gras zu lagern. Wenn man aber ein Graslager hat oder eben das Ballenlager, dann ist das egal. So, wie gesagt, aber noch sieht der Himmel ziemlich blau aus, obwohl Regen angezeigt ist. Das kann jetzt natürlich schnell losgehen. Aber wenn das jetzt wirklich anfangen sollte zu regnen, kriegen wir, glaube ich, noch genug von dem Gras eingefahren, dass wir da den Kompost einmal schön voll machen können. Dann verkaufe ich in Ruhe weiter meine Milch. Das müssten noch 2 Lieferungen sein. Die eine ist nicht am Aufladen. Ihr seht oben rechts, der ist schon aufgeladen. Der steht noch am Hof. Den fahre ich dann zur Molkerei. Das ist auch ganz gut. In der Zeit verarbeitet noch ein bisschen Haarmilch. Die wird ja erhitzt zu Haarmilch. Und die gibt dann noch einen besseren Preis. Hat aber nur eine gewisse Kapazität. Den Haarmilchtank habe ich heute Morgen auch schon voll gemacht mit 50.000 Liter Milch. Und wenn wir jetzt hier so ein bisschen Zeit verstreichen, dann können wir dann nachher wieder noch was reintun. Und dann passt es. Eine Wassermühle bin ich auch schon gewesen, da habe ich schon Haarmilch verkauft. Wie gesagt, im Gartencenter haben wir intelligenterweise den Kompost verbraucht, den wir jetzt brauchen, verkauft, den wir jetzt brauchen. Und einmal Dünger. Und der Dünger bringt ja hier echt eine ganze Menge Kohle. Krieg ich 100.000 für so einen kleinen Anhänger. Ich habe das alles mit dem M82 Trailer gemacht, den kennt ihr, dieses kleine, ja, Bescheißerchen in Anführungsstrichen, super Anhänger, weil auch oft gefragt wird, ja, ich zeige euch den gleich nochmal, den gibt es halt bei Mottos, da sucht ihr einfach nach Moppy 82, das ist dieser Anhänger, wo man eben auch, auf Knopfdruck aufladen kann und so, den habe ich ja überall, vor allem so in Yogis Felden zum Stall entmisten und solche Sachen, und der lädt halt grundsätzlich auch mal alles, und mit dem habe ich vorhin noch Haarmilch und Kompost und Dünger weggebracht. Dadurch erklärt sich, dass wir jetzt nur noch in Anführungsstrichen bei minus 260.000 sind, obwohl wir ja den Tag echt. Man muss jetzt eigentlich sehen. Da, das ist der Tag von heute, ne? Also wir haben ganz unten jetzt Tagesumsätze von Tag 96, also gestern waren 762.000 LS-Euro und davon haben wir 419.000 LS-Euro an Steuern bezahlt. Ne? Also wir haben dann noch 3.700 Subventionen bekommen. Da stimmt irgendwas nicht ganz mit der Feldanteilung, aber mit den Subventionen sollte man sowieso nicht rechnen. Das heißt, da haben wir heute Morgen schon wieder zugeschlagen und haben mit minus 500k sind wir in den Tag gestartet. Ich habe mich dann noch ein bisschen mit meinen Mitbewohnerinnen beschäftigt, die ihr gestern kurz gesehen habt, fürchte ich. Ja. ja, wir haben Briefmarken geguckt. Ich habe ja eine Briefmarkensammlung quasi. Aber nutzt alles nichts. Herr Bauer Blue musste früh wieder raus, weil die Tiere wollten versorgt werden. Ich kann ihm zeigen, denen geht es jetzt gerade wieder blendend. Da ist alles schön pickepacke voll. Ja, die leben sie vor sich hin. Milch haben wir, wie gesagt, noch den einen jetzt noch voll. Dann haben wir noch 80.000 knapp im Tank. Das heißt, es sind noch 2 Ladungen, die noch verkauft werden können. Läuft. So. Ja, wie gesagt, das hier sammeln wir dann gleich lose auf.
Ja, ich mir gerne mit dem 1000er-Fendt, weil der 1000er-Fendt einer von den Traktoren ist, wo das mit diesem vorne und hinten gleichzeitig ausheben funktioniert. Das funktioniert irgendwie nicht bei jedem Trecker, habe ich festgestellt. Also ihr wisst, Steuerung V, ne? Mit Tastatur spielt. Drücke ich Steuerung V, dann hebt er beides aus und ich muss nicht durchschalten mit G. Ja, bei den meisten anderen Treckern muss ich dann immer einmal durchschalten. Ich weiß nicht, warum es nicht bei jedem funktioniert. Aber deswegen mähe ich halt gern mit dem 1000er-Fendt. Ich mag den eigentlich sowieso. Also ich finde, der 1000er-Fendt ist modellmäßig, gefällt der mir ganz gut. An und für sich bin ich natürlich eher Freund von den älteren Maschinen, die so ein bisschen kantiger noch waren. Aber so der 1000er, gerade so von vorne, sieht der schon, hat der schon was, finde ich. Also ich finde, der 1000er-Fendt, gerade so die Front, die hat schon was. Sicherlich Geschmackssache. Tut dem keinen Abbruch, dass ich immer noch großer John Deere-Fan bin. Und hier auf dem Hof eventuell auch irgendwann, wenn sich das mal wieder anbietet, werde ich mir meinen 7R wieder zurückholen. Der fehlt mir manchmal schon ein bisschen. Obwohl man mit Fendt eigentlich rundum glücklich sein kann. Und dann nehmen sich die Maschinen auch nicht viel. Und einfach hier oft gefragt wird, welche Marke ist deine Lieblingsmarke? Ja, ich mag halt John Deere, ich mag auch Fendt, ich mag New Holland, ich mag Dor, eigentlich mag ich sie alle. Und einen Trecker sollte man sowieso immer nach dem kaufen, wofür man ihn braucht. Und dann schauen wir mal. Trotzdem, nichtsdestotrotz freue ich mich und war sehr überrascht, dass, wie gesagt, John Deere im LS19 als Standardfahrzeug Einzug erhalten hat. Also ich weiß noch, wie damals diese, als Giants damals gesagt, hier, dann und dann, hier ist hier Livestream und wir enthüllen eine Überraschung. Ich habe mit allem Möglichen gerechnet, aber dass John Deere kommt, habe ich tatsächlich nie geglaubt. Naja, war schon schön. Da haben sie wirklich mal einen rausgehauen. Und ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe es ja schon erst öfter gesagt, ich finde die Standardmaschinen gar nicht so schlecht. Ja, natürlich bin ich einer, das wisst ihr auch, der gerne mal eine Tür aufmacht, der gerne ein Fenster aufmacht oder mal eine Dachklappe aufmacht. Also so IC-Steuerung gefällt mir schon ganz gut. Die gibt es bei Standardmodellen logischerweise nicht. Aber ich bin durchaus überhaupt nicht abgeneigt dagegen, im Zweifel ohne Mod-Maschinen zu spielen. Also ich finde die Maschinen, die Giants da standardmäßig dazu packt, die sind schon super. Ja, die Maps waren bisher noch nicht so die Krönung. Müssen wir auf die neuen warten. Um Gottes Willen, Emma. Wollte wieder ins Video. Auf die neuen Maps jetzt warten. Die sehen ja so auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt aus. Aber mit Maps hat Giants das bisher noch nicht ganz so gehabt. Also auf eine Standard- oder auf eine Mod-Map zu verzichten, ist eher schwierig. Aber mal gucken. Ich habe ja gehört, im LS19, die eine Standard-Map hat ja eine funktionierende Feuerwehrsirene und eine begehbare Feuerwache. Da freue ich mich natürlich am meisten drauf. Und muss ja so sein. Wurde mir auf YouTube gesagt, dass das so ist. Dafür ist ja einer dieser Streamer, die nächste Woche hier, also jetzt mittlerweile, wenn ihr das Video seht, ist es ja schon soweit, da laufen die Streams ja wohl schon. Vielleicht zeigt er das dann ja auch mal. So, ja, wie gesagt, hier noch Gras, Heu steht doch aus, Heu kommt aber, wie gesagt, auf der großen Wiese, machen wir dann. Weiß ich nicht. Eventuell, wenn heute sich das Wetter jetzt bessert, das ist ja auch schon wieder Sonne angesagt, also wenn die Regenphase heute noch vorbei ist, wir haben gerade mal 10 vor 8, da kann das auch sein, dass ich heute Nachmittag noch ins Heu gehe. Ja, also das ist nicht völlig unmöglich. Aber vorher werde ich, wie gesagt, am Hof einmal gucken, dass da alles wieder losgeht, die Maschinen alle nochmal nachgucken, hier nochmal alles richtig abschmieren und so, damit da in der Erntezeit natürlich nichts passiert, weil nichts wäre schlimmer, als wenn wir Erntezeit haben und eine Maschine fällt aus. Ne? Machen wir uns nichts vor, das weiß jeder von euch. Oder werden wir vorher nochmal einen Blick schmeißen, dass da auch alles funktioniert. Nicht, dass wir in der Ernte sind und der Trecker springt nicht an. Das wäre ja quasi eine Katastrophe. So, hier werden wir jetzt noch zwei Bahnen, kriegen wir hier wohl noch hin.
schwatt wie an der Schnur gezogen. Ja gut, ist auch kein Problem bei GPS, ne? Wenn so bis Uppsala ein bisschen im Weg liegt. Aber da hilft mir alles nichts, wenn wir den Rest nochmal eben die zwei Bahnen ohne GPS abmähen. Ausmachen. So. Und einmal los. Richtig schönes Gras hier in Südhemmern. Ja, müssen wir dann nochmal bei Gustav Gurke vorbeischauen. Der ist wahrscheinlich auch schon wieder. Was mir gerade einfällt, ist der eigentlich im. Aber das läuft, glaube ich, nicht über das Fabrikskript, ne? Ist der hier mit drin? Kann er eigentlich nicht. Muss hier dann unten stehen, nehme ich mal an. Plantage, doch, tatsächlich. Oh, da muss Wasser. Kein Wasser, kein Kompost drin? Katastrophe. Müssen wir auch noch machen. Gut, das hat ja nicht lange vorgehalten. Also, die muss ich auch noch wieder versorgen. Reicht immer eine. Gerade für eine Palettenproduktion, das ist natürlich auch nicht viel, ne? Ja gut, aber ist eine schöne Sache nebenbei. Ich finde das auch ganz vom Aussehen her ganz, ganz schön gelöst. Ja, die ist ja nicht gedacht, um da jetzt so groß mit Kohle zu machen. Das haben wir hier ja auch gar nicht nötig. Wir haben hier genug andere Sachen. Und ist ja nicht so, dass die Südhemmer nicht sowieso schon reichlich Produktion hätte. Da muss der Bauer Blue sich natürlich noch was dazu holen. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, hier noch die Fischproduktionskette mit rein. Aber dann habe ich ja doch gedacht, naja, wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Gibt es ja alles. Ja, es gibt auch eine Coca-Cola-Produktion, es gibt eine Nudelproduktion, es gibt eine Fischproduktion, einen ganzen Kreislauf. Kennt ihr, habe ich ja schon. Ja, das war, glaube ich, damals auch in Südhemmern, als ich die schon mal benutzt habe. Also geben tut es das alles. Ich weiß, es ist immer eine Geschmackssache. Natürlich werden sich viele Leute sagen, kann ich, brauche ich nicht und ist LS und das hat mit Fisch nichts zu tun und das hat mit diesem nichts zu tun. Ist ja immer Geschmackssache. So, damit haben wir Gemet, den Kollegen schon wieder in Ruf fahren. Vorsichtshalber hier. Das ist übrigens der Anhänger. Kennt ihr aber auch schon. Und da werde ich relativ häufig gerade im Stream nachgefragt. Und den kann ich halt nur wärmstens empfehlen, weil der wirklich alles Mögliche laden kann und wie gesagt diese Autoload-Funktion hat. Finde ich sehr genial. Gelöst. So, den können wir abstellen. So, dann laufen wir eben schnell rüber, aber das machen wir wieder. Den Trecker brauchen wir jetzt noch nicht. Wo steht eigentlich der andere? Wir machen das mit ihm hier. Warum den anderen gar nicht vom Milchfass abzuziehen?
So, Schaufel können wir aber hier lassen. Damit hatte ich ja noch das restliche Saatgut aus dem alten Überladewagen. Das habe ich. War ein bisschen umständlich, weil ich mit dem nicht abkippen konnte. Ja, daraufhin habe ich dann diese Überladefunktion in einen normalen Anhänger umgeladen. Deswegen steht da hinten noch der GT mit dem Multitrailer. Da habe ich dann das Saatgut rein. Mit dem konnte ich das dann abkippen und dann konnte ich es mit der Schaufel wiederum wegschaufeln. Trick 17 mit Selbstüberlistung. Ja, Paris, Peile, Paderborn, ihr kennt's. Aber es hat im Endeffekt gepasst. Und jetzt ist der andere Wagen dann auch doch schon der Überladewagen habe 80. Den habe ich dann doch schon verkauft, weil ich habe erstmal ansonsten keine Verwendung mehr dafür gehabt. Weil die große Maschine kann man damit, glaube ich, schlecht befüllen. Ja, ich hätte das jetzt noch für die für Mais und sowas machen können, weil Mais mache ich ja mit der Technik oder so. Alles, was so nicht normal ist, Mais, Sonnenblumen etc., machen wir ja mit der Kuhntechnik. Und dann müsste aber eigentlich der Überladewagen von Horsch auch funktionieren, hoffe ich jedenfalls. Aber das werden wir dann spätestens nächstes Jahr sehen. Irgendwie kriegen wir da schon das Saatgut rein. So. Nehmen wir das mit hier, ne? Die ersten Bahnen sind logischerweise nicht ganz so gerade. Ab hier hat GPS eingesetzt, wie man sieht. Und da wird es dann auch ein bisschen gerader. Ja, bisher noch nicht viel von Regen zu sehen. Der Himmel sieht auch nicht nach Regen aus. Das ist ja auch eine der Neuerungen im LS19. Da kann man ja am Himmel irgendwie schon ablesen, wie das Wetter halt so quasi wird. Also bevor das da anfängt zu regnen, sieht man das auch im Himmel. Das sieht man jetzt hier noch nicht so prickeln. Also laut Statistik soll es gerade regnen, sehe ich aber nichts von. Der Himmel sieht nicht danach aus. Muss aber dazu sagen natürlich, dass der Himmel hier nicht original ist. Den habe ich natürlich nachträglich eingebaut. Das muss man natürlich auch dabei bedenken. Wobei das eigentlich dem keinen Abgrund tun sollte, weil wenn man sich diesen Himmel mal nachts anguckt oder auch bei Regen anguckt, dann sieht das schon ganz, ganz nice aus. Es gibt einen einzigen Himmel, der noch schöner ist tatsächlich. Der auf der Kandelin, habe ich euch auch schon das ein oder andere Mal gezeigt. Und da hat der Luan-Löwe sich nochmal richtig einen rausgehauen mit dem Himmel. Sogar mit Gewitter und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, da einen Regenbogen zu machen, also ich habe da Sachen gesehen, da kann man jetzt noch gar nicht drüber sprechen. Da muss man mal sehen, wie sich das im 19 entwickelt. Von einem Kollegen, der da was am Basteln ist. Der hat da schon Sachen. Oh. Das hebt tatsächlich LS wieder auf ein neues Level. Und da will er auf jeden Fall im 19er dran weiter machen und dann soll das wohl auch irgendwann kommen. Ich bin guter Dinge, wenn man davon was zeigen darf, hat er schon gesagt, dann darf ich das dann auch zeigen, wenn ich denn LS19 spiele, das ist ja noch nicht so raus. So, da sind wir sogar einmal rumgekommen fast. Nicht nur fast, wir kriegen das sogar komplett einmal rein. Wunderbar. Richtig schön auf in den Kompost. War es. So, dann. Ne? Ja, passt.
Das Fendt. Fendt kann das. Wie gefällt dir eigentlich ganz gut dieser Pöttinger Ladewagen? Ne? Also, wie gesagt, ich. Hat schon was. So, die eine Ladung bringen wir irgendwann am Hof und dann kommen wir für heute dann auch gleich langsam wieder zum Ende. Schön in unseren Kompostmaster. So, hier ein bisschen ausholen. Und rein damit. Treibstoff müsste noch genug drin sein. Ja, 8886 Liter. Wenn ich das richtig sehe, sehe ich das richtig? Naja, nicht ganz, aber fast. So, und dann läuft der Kompost wieder. Und der ist dann exklusiv für unsere Früchteproduktion. Die wir ja hier haben, Pflaumen und Kirschen, kennt ihr ja glaube ich schon, Kirchen, wie gesagt, sind ein paar drin, aber brauchen wir dringendst, und analog dazu auch Pflaumen, da sind keine mehr und da brauchen wir auch Kompost, dass das läuft. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir für diese Folge zum Ende. Ich hoffe wie immer, dass ihr ein bisschen Spaß gehabt habt. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich freue mich natürlich auch weiterhin über eure Kommentare, Fragen, Tipps, Anregungen etc., die ihr mir jederzeit gerne in die Kommentarfunktion reinposten könnt. Ich wünsche euch jetzt wie immer einen wunderschönen Tag, Abend oder gute Nacht, je nachdem wann ihr euch das Video anschaut. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Ich bin es auf jeden Fall und bis dahin sage ich Tschüss und bin raus, euer Bauer Blue. Juhu.